hier hinlehnen. Das sieht doch echt scheiße aus. Kann ich das ein bisschen nach vorne machen? Hallo Marvin. Hallo. Stell dich doch gern einmal vor. Ja, hi. Ich bin Marvin. Ich bin mittlerweile seit fast 3 Jahren bei der PNE-Gruppe als Leiter der Organisationsentwicklung tätig. Was sind denn deine genauen Aufgabenbereiche? Das ist eigentlich gar nicht so leicht zusammenzufassen, aber in der Organisationsentwicklung befassen wir uns mit der Entwicklung des Unternehmens unter größtmöglicher Einbeziehung aller Betroffenen und aller Mitarbeiter. Wie bleibst du motiviert, wenn die Dinge mal nicht so laufen, wie du es dir wünschst? Ist gar nicht so einfach, aber ich versuche die Dinge immer positiv zu sehen und immer dran zu bleiben. Veränderungen haben natürlich immer mit einer kleinen Resistenz zu tun, aber mir macht es einfach Spaß, mit Mitarbeitern und Menschen zu arbeiten und Dinge zu optimieren und das Beste aus uns rauszuholen. Nenne einen Podcast, den du gerne hörst. Ich habe gerade tatsächlich erst angefangen, Podcasts zu hören, aber den ich höre, ist Quarks. Warum hast du dich für diesen Job entschieden? Ich kann mich noch gut an das Vorstellungsgespräch mit Markus erinnern, wo er sagte, wir haben eigentlich noch nicht so richtig eine Definition für diese Stelle, aber komm mit auf diese Reise und wir können was Tolles bewirken. Und das hat mich überzeugt und da bin ich sehr glücklich drüber, dass ich diesen Weg gegangen bin. Was ist das Spannendste in deinem Job bei der PNE-Gruppe? Das Spannendste ist eigentlich, dass ich die gesamte Organisation und das gesamte Unternehmensumfeld kennenlernen darf. Jedes Land, jeden Mitarbeiter und jede Abteilung. Und das macht mir besonders viel Spaß, mit diesen Menschen mich auszutauschen und einfach voneinander zu lernen. Was wolltest du als Kind früher mal werden? Ich glaube, ich wollte Fußballprofi werden. Ich danke dir, Marvin. Danke auch.